Ein herzerfrischendes Gurgur, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Benny, es geht weiter mit einem neuen Let's Play Projekt auf meinem Kanal, und zwar Battlefield Bad Company 2. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Also, ich bin jetzt nicht so der ultimative Battlefield Pro, also ich bin auch überhaupt nicht der Ultra Mega Pro in Ego Shootern. Und ich habe gedacht, ich starte das Spiel einfach mal. Mir kommt allerdings die Musik noch etwas leiser vor. Wo kann man das denn hier einstellen? Ah, vielleicht unter Einstellungen. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann könnte ich auch mal meine Auflösung sehen und was weiß ich nicht noch alles. Maus, Gameplay, Untertitel an. Das ist schon mal sehr wichtig. Audio. Stellen wir es hier vielleicht mal noch ein bisschen höher. Dialog können wir ja mal ein bisschen höher stellen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir eine neue Kampagne und spielen auf normalen Schwierigkeitsgrad. Es freut mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Es ist kein Blind-Projekt mehr. Ich habe es schon mal auf der Xbox durchgespielt. Ich habe auch mal den ersten Bad Company Teil gespielt, der hat mich auch sehr begeistert, vor allem weil es mal was Neues war, eben mit den ganzen Gebäuden in die Luft jagen und was weiß ich nicht noch alles. Aber freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Davon wird es wieder 20 Minuten Folgen geben, zwei täglich. Wahrscheinlich kommen sie um 14 Uhr und um 16 Uhr. Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel in Full HD anbieten werde. Du hast eine Stelle vergessen, White. Vielleicht nur in normalen HD, also 720p. Sarge, ist dieses Aurora-Dings wirklich hier? Behaupten Sie. Behaupten Sie, behaupten Sie. Was meinst du, McKee? Keine Ahnung, Faraday. Aber du wirst es mir gleich sagen. Ich sehe das mal so. Wir haben Atombomben, die Krauts V2s. Und die Opfer haben sicher auch was. Wir sind wegen des Wissenschaftlers hier. Und mehr nicht. Hey, das Able Squad ist bereit, Sarge. Okay, schmeiß den Motor an. Bring uns rein. So, auf jeden Fall sind wir hier im Zweiten Weltkrieg als Amerikaner. Und irgendwo an der japanischen Küste oder irgendwie so, oder an der koreanischen. Ich glaube eher an der japanischen. Wie gesagt, ich war jetzt da noch ein bisschen abwesend beim Intro, aber es macht ja nichts. Wenn ich später noch Unklarheiten entdecke, muss ich einfach nur im Video nachgucken. Spiel läuft bis jetzt konstant auf 60 FPS. Finde ich schon mal sehr schön. Kann man gleich viel flüssiger spielen. Stopp. Stopp. Da. Da oben, Patrouille. Dranbleiben, Abel. Mach den Motor aus. Kein Mucks. Los, White. Wo zum Henker wollen die hin? Das freue ich mich allerdings auch. Runter. Das habt ihr ja super gemacht. Stehen unter Beschuss! Nein, meine Tommy! Ja, scheiße. Da muss ich jetzt schon selber schwimmen? Ich glaube nicht, nee.
Gut. Alles sauber. Jemand verletzt? Das Able Squad hat's nicht geschafft. Gut. Dann hängt's von uns ab. Ist es normal, dass die Gesichter so verpixelt sind? Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die Sekunde genau. Hat's geklappt? Mickey, wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! Das stört mich jetzt doch ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal hier kurz einen Schnitt machen und werde ein paar Grafikeinstellungen umstellen. Tut mir leid, aber bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ein paar Einstellungen gemacht und es sieht schon mal wesentlich besser aus. Ich habe jetzt auch die Auflösung nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Wyatt, übernimm den da links. Alles klar, okay. Stirb, nein! Du Bastard! Der hat seine Knarre fallen lassen, aber ich kann sie nicht aufheben. Zwei sind weg. 1000 bleiben noch. Komm schon. Ja, ja, bin ja schon unterwegs. Ich bin auch nicht mehr der Schnellste. Aber nur mit dem Messer komme ich hier nicht weit, Kollege. Ah, das sieht schon mal besser aus. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, jetzt. Gut. Jetzt sieht es auch schon mal wesentlich besser aus. Aber ich glaube, da müsste eigentlich HD reichen. HD kriegt ihr auf jeden Fall. Aber Full HD denke ich eher nicht. Wir gehen oben rum. Wyatt, übernimm die Gräben. Sollen wir uns nicht um die Kanonen kümmern, Sarge? Das gehört nicht zu unserer Mission, Faraday. Nur ich wollte aber hoch. Es gibt mir endlich mal ein paar Leute zum Abknallen. Eigentlich wäre er schon längst down. Aber egal. So. Wo geht denn hier was ab? Erklärt mir mal einer was. Ich finde cool, dass auch hier die ganze Umgebung wackelt und es deswegen auch mal schwieriger ist, Leute zu treffen. Ah, das sieht mir nach einem 1 aus, oder? Kann es sein? Wenn ja, ich liebe dieses Ping-Geräusch. Wenn der Patronengurt leer geschossen wurde. Oh, schade, kommt ja gar kein Ping-Geräusch. Ah, hätte ich mich gefreut. Liegt ein Stück Holz, was auch aussieht wie eine Knarre. Ja, wieder mal ein sehr originelles Projekt von mir. Dieses Mal ein wirklicher Ego-Shooter, also ein Weltkrieg-Shooter oder ein Zukunfts-Shooter, je nachdem, wie ihr es halt sehen wollt. Hä, warum kann ich denn nicht sprinten? Hallo? Du könntest mal die Leiter runterwerfen. Dass wir hier mal weiterkommen hier. Kommen wir sonst nicht zu Potte. Los. Da hoch. Es erinnert mich irgendwie jetzt total an mein Baumhaus. Hatten wir auch genau so eine Leiter. Ach ja, das waren noch Zeiten, da war ich noch jung. Da war vieles einfacher. Komm schon. Aber wie schnell es jetzt auf einmal hell geworden ist, ne? Auch coole Musik. Sehr entspannt. Für dieses Territorium. Darunter. Über das Feld. Muss ich mal gucken. Los. Vielleicht hole ich mir das sogar. Minen. Gut aufpassen. Ja, ich bin schon dabei. Ah, ich muss auf Steuerung draufbleiben, damit ich geduckt bleibe. Ah, stopp. Okay. Runter. Runter. Ja, ich kann. Ich hab's. Ich kann mich hier nicht mal ducken. Ich bin nicht mal geduckt. Ich stehe hier einfach mal so rum, ne? Sind doch schon alle weg, oder?
Nee, tatsächlich, da leben noch welche. Na, die trauen sich aber, du. Wir hatten Glück. Ach, jetzt kann ich sprinten. So. Und jetzt erstmal Gas geben hier. Und endlich mal sprinten. Das finde ich bei Shootern echt cool, dass es so eine Sprintfunktion gibt. Oh, die sind aber ganz schön schnell unterwegs. Trotzdem bin ich schneller als die Kollegen hier. Reiß dich zusammen, okay? Ja, ist ja gut. Ich mache ja nichts. Ich bin ein ganz liebenswerter Mensch. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß das auch. Und sieht schon mal viel besser aus in den Zwischensequenzen. Wo zum Henker ist er? Er sollte doch längst hier sein. Halt! Nicht bewegen! Stell ihm die Frage. Wer ist mein Lieblings-Baseball-Spieler? Cap Anson. Gut. Schaffen wir ihn hier weg. Moment mal. Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was war denn da? Ich weiß nicht, Sarge. Wenn du uns verpfiffen hast. Die schwarze Waffe. Es ist soweit. Wir sind tot. Okay, wir machen die Biege. Das ist zwecklos. Vielleicht hast du mich nicht verstanden. Wir verschwinden jetzt. Sarge. Die haben uns den Weg abgeschnitten. Okay. Dann durch den U-Boot-Bunker. Da sitzen wir in der Falle. Ja, ich weiß. Hallo, bist du irre? Der Dschungel ist total trocken. Du fuckst jetzt noch den ganzen Dschungel ab. Mit der Zigarette. Hm, ich hätte jetzt auch gern eine. Muss ich vielleicht nach dem Part, meinen gewohnten Gang nachgehen, sozusagen. Nee, Rauchen ist schädlich. Fangt gar nicht erst damit an. So. Auf geht's. Scheiße. In die Schlacht. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Der Flugplatz ist nah. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon hier. Sarge, das ist unser Taxi. Okay, Männer. Bereit halten. Los. Schön, dass ich auch mal was machen darf. Was mir hier auch ein bisschen fehlt, ist, dass man die Waffen eben mit dem Mausrad aussuchen kann. Also, dass man da durchscrollen kann. Und schon fliegt hier alles in die Luft. Dadurch, dass das Spiel schon etwas älter ist, sieht es trotzdem immer noch sehr gut aus, meiner Meinung nach. So. Wo seid ihr? Ich glaube, ich sollte lieber erstmal in Deckung gehen. Noch erstmal dieses Haus in die Luft jagen und nochmal in Deckung gehen. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich mein richtiges, also mein erstes richtiges Shooter-Let's Play. Da ich zuvor eigentlich noch nie so richtig einen Shooter-Let's Play habe, außer 4 zum Beispiel. Sonst, oh, scheiße, ich wollte keine Granate werfen. Ich hatte das so im Reflex, dass ans Geschütz gehen F ist. Drück auf die Tube. Dabei ist es E. Ja, es gibt schon Unterschiede im Gegensatz zur Call of Duty Steuerung. Oha. Abgrund. Kann man also auch. Ich sag, die Grafik sieht halt echt mega mäßig aus. Oha. Und ich treffe ja fast gar nichts. Das wird ein Thumbnail, glaube ich. Hier. Ja, ich feuer schon. Ich muss auch nur mal an mein Thumbnail denken. Und wenn ihr so schnell fahrt, dann kann ich ja gar nichts treffen. Die überholen von rechts, auch nicht schlecht. Und tschüss.
Oha. Los, Wyatt, schieß! Ich schieß doch schon. Fahr doch mal ein bisschen schneller. Oh, ich sehe auch nichts, ne? Ja, das sind einfach mal von 60 FPS 30 geworden. Los, los, los! Ah, jetzt wieder. Feindliche Boote weiter unten, komm! Ich bin doch schon da. Habe ich schon. Oha, oha, oha. Ach, brauchst du nicht. Ich bin doch schon hier frontal durchgestürmt. Die sind doch alle schon weg. Die U-Boote sind da unten. Kommt hier rüber. Wyatt, schnell. Spreng die Tür. Rechte Maustaste TNT anbringen. Linke Maustaste zünden. Alles klar. Aber man sieht hier echt gar nichts mit dem ganzen Rauch. Dürfen wir ein U-Boot nehmen? Dürfen wir das? Ich glaube, das fällt dann schon mal weg, oder? Ach was. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Sieht doch alles noch ganz gut aus. Muss man zwar ein bisschen renovieren, aber sonst ist das alles noch tutti. Sag mal, warum treffe ich den nicht? Ja, oha. Voll drauf auf seinem Schädel, aber durch seine Eierbirne treffe ich ihn trotzdem nicht. Oha. Was? Bin ich jetzt tot? Ja, oha. Ich bin in der ersten Mission gestorben. Das ist ja wirklich peinlich. Das kann es ja keiner erzählen, dass ich sozusagen im Tutorial noch gestorben bin. Oder im Intro. Ganz ehrlich. Aber warum? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ach was. Wir sollten uns gar nicht beeilen. Wir können uns auch ruhig Zeit lassen. Den habe ich jetzt schon mal und den auch. Super. Na ja, dann knallen sie doch ab, Junge. Warum darf ich denn immer alles machen? Ist man zwar in so einem Squad unterwegs, aber trotzdem darf ich hier die ganze Arbeit machen. Das finde ich irgendwo nicht okay. Arbeitsteilung, wenn schon, denn schon. Oha. Ja, hier, guck dir das schon mal wieder an. Das sind zum Beispiel viel zu viele Gegner und ich hänge hier irgendwo alleine hinter der Kiste. So. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich brülle ein bisschen zu laut. Ich komme doch schon. Was labert ihr? Das liegt gar nicht ab. Ich bin da. Okay, jetzt können wir abhauen. Oder das wird mein Thumbnail, ich weiß es noch nicht genau. Los, los, Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft. Wir haben's. Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle ganz schnell einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.